Hey Leute, ich bin's Tom. Herzlich willkommen hier zurück im Wald. Und ihr seht schon, ich habe keine Mütze mehr auf, ich habe keine Jacke mehr an, denn es wird so langsam Frühling. Aktuell sind um die 10 Grad und für mich heißt es heute, die Feuertonne mal auf Herz und Nieren zu testen. Im vergangenen Video hatte ich euch ja gefragt, was ich zum ersten Mal auf der Feuertonne hier zubereiten soll. Und eure Kommentare waren wirklich sehr vielfältig. Von Burger bis hin zu Schokobananen war da wirklich alles dabei. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich habe das hier hinten auch schon mal einfach mal hingestellt. Und wir werden in diesem Video gemeinsam herausfinden, wie sich das Grillen hier auf der neuen Feuerplatte wirklich macht. Doch bevor ich euch zeige, was ich hier wirklich alles mit dabei habe, werde ich erstmal die Grilltonne anmachen, denn die Platte, auf der wir grillen werden, die muss ja erstmal ordentlich heiß werden. Ihr seht schon, dass hier vom ersten Einbrennen sich schon ein richtig schöner schwarzer Kreis gebildet hat. Zum Schluss wird die ganze Platte übrigens so aussehen, das dauert aber ein paar Mal. Das verhindert zum Schluss übrigens, dass uns hier das Grillgut auf der heißen Stahlplatte anbrennt. Wenn ich einen Grill anmache, nehme ich immer hier diese Holzwolle, die in Wachs getränkt ist. Der Vorteil davon ist, dass es erstens ultralange brennt und zweitens hat es keinen Eigengeruch. Jetzt positioniere ich dich hier schön in dem Feuerkorb. Ich mache so eine Basis, wie so eine kleine, irgendwie so eine Pyramide, aber eine viereckige. Dann packe ich nämlich zum Schluss hier die angezündete Holzwolle rein und dann war das hier eine richtig runde Sache. Also das Anzündholz ist dafür wirklich prädestiniert. Zack. Und wie schon angesprochen, mache ich jetzt noch ein bisschen Öl drauf, werde das Ganze noch schön einreiben hier mit dem Küchengrill. Und dann haben wir hier auf jeden Fall die Grundlage für ein richtig gutes Grillerlebnis heute schon mal geschaffen. Also die Feuerplatte ist soweit jetzt auch einsatzbereit, wenn ihr eure ganzen gusseisernen Töpfe oder auch hier so eine Feuerplatte irgendwie einreibt, dann achtet darauf, dass ihr ein Öl nehmt, was hitzebeständig ist. Olivenöl ist dafür zum Beispiel nicht geeignet, Sonnenblumenöl hält aber deutlich mehr Hitze aus. Ah, Freunde, herrlich. Jetzt hier auch mit einer richtigen Bank, ein richtiger Tisch und ich kann hier in Ruhe das Essen vorbereiten. Auch nochmal mit dem Blick hier auf die Feuerstelle mit der Grillecke. Ich glaube, für mich ist hier auf jeden Fall ein kleiner Traum wahr geworden. Okay, wie dem auch sei. Es gibt auf jeden Fall heute viele kleine Köstlichkeiten. Es gibt unter anderem heute Kartoffelwedges und darum habe ich hier die jungen Kartoffeln genommen und werde jetzt erstmal in Viertel schneiden. Und dann kommen die hier in die wirklich geniale Edelstahlbox von Koro rein. Na, ich sage es immer wieder, das A und O ist tatsächlich ein scharfes Messer. Einige von euch fragen mich immer, ob ich irgendwie ein Lieblingsmesser habe. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich nehme immer das Messer, was am schärfsten ist. So, dann wollen wir mal nicht übertreiben, warum aktuell kein anderer hier ist. Freunde, ihr könnt es euch wirklich denken. Ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn das Ganze hier wieder ein bisschen normaler wird. Aber gut, sei es drum. So, die Kartoffeln sind jetzt hier einmal geviertelt. Jetzt mache ich noch ein bisschen Öl rein, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Einige fragen sich jetzt sicherlich vielleicht, warum zeige ich euch überhaupt hier diese Edelstahlbox von Koro und was ist daran so besonders? Also erstens mal ist die ultra stabil und zweitens hat die hier noch so eine schöne Gummierung. Das heißt, das, was jetzt hier drin ist, das läuft auch nicht aus. Gerade wenn man irgendwie auf Touren unterwegs ist, ist das ziemlich cool. Aber wir nutzen das heute mal fürs Grillen und zwar schütteln wir das noch ein bisschen durch. Jetzt kann sich Salz, Pfeffer und das Öl noch ein bisschen vermischen und schön nochmal in die Kartoffeln einziehen, dass die wirklich zum Schluss sehr aromatisch würzig schmecken. Und Freunde, wenn ihr selber mal Bock auf so eine kleine, aber feine Metalldose für alle Zwecke haben wollt, dann schaut mal bei Koro vorbei und mit meinem Rabattcode TOM5 spart ihr sogar nochmal 5% auf euren gesamten Einkauf. Die haben auch ziemlich schöne, feine Sachen, ja? Gefriergetrocknete Erdbeeren, Himbeeren, Mandelmus mit Schokolade, ohne Schokolade. Feine Sachen. Und nochmal ein kleiner Real Talk hier an der Stelle. Die Werbungen, die ich euch in meinen Videos zeige, die nutze ich tatsächlich selber auch. Ja? Wie zum Beispiel die Box, aber auch diese wirklich richtig guten gefriergetrockneten Himbeeren. Ich liebe die einfach nur. Und ich will euch damit einfach nur einen kleinen Vorteil verschaffen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne, wie gesagt, bei Koro vorbei. Da gibt es die Box. Und ansonsten gibt es auf meiner Webseite sogar noch jetzt eine komplette Liste von allen Produkten, die ich nutze und mit allen Rabattcodes, wo ihr versparen könnt. Unsere Kartoffelwedges sind jetzt vorbereitet. Guck noch mal rein. Oh ja, das kann sich gut sehen lassen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich auf das Essen. Machen wir doch direkt mal mit dem Gemüse weiter. Wir haben vor allem zu Hause für uns entdeckt, dass wir Mais auf dem Grill unglaublich lecker finden. Das ist hier zwar abgepackter Zuckermais, der ist aber schon vorgegart, was es beim Grill auf jeden Fall deutlich einfacher macht. Wir teilen den immer noch mal in der Mitte, wenn es denn geht.
Und ich kann euch sagen, das ist sowohl für kleine als auch für große Kinder wirklich richtig lecker. Ansonsten probiere ich heute auch mal eine neue Sache aus, und zwar Grünspargel. Ich habe das öfter schon mal gesehen. Ich würde hier nur mal die Enden abschneiden. Ich weiß gar nicht, ob man den schälen muss. Ich glaube fast, dass man den echt nicht schälen muss. Ich packe den nachher einfach mal auf den Grill. Ich könnte es mir optisch richtig gut vorstellen und geschmacklich, gerade mit viel Gemüse auf dem Grill. Freunde, machen wir uns nichts vor. Die einen werden jetzt sagen, ah, ich bin Fleischfresser, ich esse kein Gemüse. Probiert's mal aus, es schmeckt echt gut. Eine weitere Entdeckung, die wir für uns gemacht haben, ist auf jeden Fall Zucchini auf dem Grill. Es schmeckt so, so gut. Ich persönlich mag eigentlich lieber Gurken als Zucchini, aber ich sag euch, auf dem Grill eine richtig feine Angelegenheit. Dazu schneiden wir die jetzt einfach hier so ein bisschen in Streifen. Und dann packen wir die nämlich zum Schluss mit auf den Grill. Und ich kann euch versprechen, wenn das schön angebraten ist, mit ein bisschen Salz drauf, herrlich, herrlich. Macht euch kein Bild von. Und ich kann euch versprechen, damit seid ihr auf jeder Grillparty der King. Zucchini, gerade ein schönes Sommergemüse, könnt ihr super regional einkaufen oder halt sogar selbst anbauen. Es ist nämlich gar nicht so schwer, so eine Zucchini-Pflanze tatsächlich im Garten auch zu bewirtschaften. Eine weitere Sache, die ich entdeckt habe, die auf einer Grillparty auch richtig gut kommen, wenn ihr einfach Möhren nehmt am Bund und das Grün oben ein bisschen dran lasst. Die packt ihr dann einfach auf den Grill und ölt sie vorher nochmal ein bisschen ein. Hier bei der Feuerplatte wird das jetzt nicht so vonnöten sein, weil die ja schon relativ fettig ist, die Oberfläche. Das werden wir nachher mal probieren. Und ich kann euch sagen, so eine gegrillte Möhre ist wirklich eine richtig feine Angelegenheit. Wenn ihr jetzt sagt, weiß ich jetzt nicht so richtig, probiert es einfach aus. Es ist eine Möhre. Auf dem Grill werde ich auch noch eine Aubergine packen. Das ist auch richtig einfach. Ihr müsst sie einfach nur in so Streifen schneiden. Dann ist es ähnlich wie mit der Zucchini zum Schluss. Dann habt ihr hier nochmal eine schöne Beilage, die auch sehr aromatisch ist. Und ich kann euch versprechen, Jungs, die Mädels, die werden es lieben. Und Jungs, sind wir mal ehrlich, wenn richtig schönes Grillgemüse auf dem Grill bzw. später auf eurem Teller ist, da sagt ihr auch nicht nein. Über Zwiebeln brauchen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Das ist irgendwie so ein Grundnahrungsmittel. Das passt in jedes Gericht und macht jedes Essen auf jeden Fall besser. Ich habe mich jetzt hier für die roten Zwiebeln entschieden und die werde ich nachher schön glasieren, ehe die auf den Burger kommen. Ja, machen wir hier richtig schöne Zwiebelringe. So, kann ruhig ein bisschen derber sein. Zum Grillgemüse eignet sich auf jeden Fall noch Paprika. Ich habe mich jetzt für Orange entschieden, weil dann haben wir eine schöne Farbvielfalt. Einmal die roten Zwiebeln, die grüne Zucchini, den grünen Spargel und die Aubergine. Natürlich noch den gelben Mais. Aber ich denke, insgesamt wird das hier eine ziemlich bunte Angelegenheit. Fleischmäßig bin ich auch ganz gut ausgestattet. Ich habe hier frisches Rinderhack. Das werden wir gleich noch mit dem Buletten und Frikadellengewürz von Ankerkraut mischen, damit wir nämlich wirklich ein schönes Burger-Patty uns zaubern können. Dann haben wir hier noch Bacon. Das gehört sowohl auf den Burger als auch irgendwie zum so essen. Und dann natürlich noch ein schönes Rindersteak hier, gute 2,5 cm dick mit einer wirklich 1A Maserung. Das Steak kommt genau so auf den Grill, wie es ist. Das wird erst hinterher gewürzt. Der Bacon, der ist ja schon salzig genug. Und wie gesagt, beim Rinderhack mache ich jetzt noch schnell hier einmal das Ankerkrautgewürz drauf. Nach ungefähr 30 Minuten Einheizen werde ich jetzt mal mit dem Grillen starten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Platte auf jeden Fall schon heiß genug ist. Ich habe die Grillkrone jetzt nochmal auf die Tonne draufgesetzt, weil nicht, dass mir jetzt der Maiskolben hier einmal in die Glut rauscht. Das wäre ziemlich ärgerlich. Und theoretisch ist das auch ein Wokaufsatz. Das heißt, wir könnten hier auch richtig schöne Wokgerichte auf der Feuertonne machen. Heute soll es aber erstmal nur ums Grillen gehen. Krass. Hört ihr das? Hört ihr die Kartoffeln drauf brutzeln? Wahnsinn. Ey, ich habe schon richtig Hunger. Ich habe wirklich schon richtig Hunger, Freunde. Und ich glaube, so wie die Kartoffeln hier schon brutzeln, wird der Rest auch sensationell. Ich habe jetzt erstmal alle Sachen auf der Feuerplatte platziert und zwar so, dass sie erstmal nicht anbrennen bzw. nicht so richtig braten, weil hier im äußeren Bereich ist natürlich nicht so viel Hitze wie hier im Zentrum. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Kartoffeln, weil die brauchen ja erfahrungsgemäß am längsten. Und ich schiebe die jetzt mal ein bisschen rein ins Zentrum und schau mal, was passiert. Und ich glaube, ihr hört schon, es ist nämlich richtig heiß hier in der Mitte. So,
Dann können die hier schon mal ein bisschen garen. Was macht der Bacon? Oh, nice. Das sieht gut aus. Schaut mal hier, wie knusprig der schon geworden ist, obwohl ich ja gerade mal, ich glaube, 30 Sekunden auf der Feuerplatte lag. Was mir sofort aufgefallen ist, gerade wenn man Bacon auf dem Grill macht und einen Grillrost hat, dann hängt er da immer so zwischendrin und fällt eigentlich mehr in die Glut. Das passiert hier nicht. Und ich glaube, wir können die erste Sache schon mal testen, denn er ist fertig. Ja, natürlich mit dem allerechten Probierbrett. Und der Bacon ist ultra knusprig geworden. Ich werde den Spargel mal ein bisschen weiter hier in die Mitte packen, dass der auch mal anfängt zu garen. Ich kann mir vorstellen, dass der mit am längsten braucht. Die Zwiebeln können ja auch schon mal nachrutschen. So, dann gönnen wir dem Ganzen noch ein bisschen Öl. Zack. Jetzt sehen wir doch direkt mal hier unser Rindersteak. Hauen das, oh, das ist schon ein bisschen gegart. Und hauen das hier mal in die Mitte. Ich glaube, zu dem Fleisch muss ich euch nicht mehr viel sagen. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Salz drauf und noch ein bisschen Pfeffer. Und dann kann ich das Ganze hier tatsächlich richtig gut genießen in der allerechten Grillecke. Was mir sofort beim Grillen aufgefallen ist, die Sachen, die ich gerade nicht aktiv grillen will, die kann ich ganz in den Rand schieben. Dann werde ich schon ein bisschen erwärmt, aber gare nicht unbedingt durch. Das finde ich absolut vorteilhaft, weil so kann ich jetzt hier vor allem schon mal das Steak genießen, ohne Angst haben zu müssen, dass das jetzt mir alles verbrennt. Es ist ein Traum. Es ist überall gleichmäßig geworden, es ist perfekt. Ich glaube, das ist das beste Essen, was es jemals hier im Camp gab. So, weiter geht's mit dem Gemüse. Jetzt hier zuerst mal die Aubergine und die Zucchini. Und ich glaube, dem Mais geben wir auch gleich noch eine Chance. Zack. Was ist eigentlich mit den Kartoffeln los hier? Komm, rein mit euch. Spargel kann auch drauf. Der nächste Test steht jetzt an und zwar gucken wir uns das Gemüse an. Ich beginne mal mit dem Spargel, weil das interessiert mich tatsächlich am meisten, ob man ihn schälen muss oder nicht. Ich glaube, man muss ihn nicht schälen. Und es schmeckt so gut. Richtig, richtig, richtig gut. Die Frage ist natürlich nun, was ist mit der Mohrrübe passiert? Aber wie ihr seht, ist die durch. Wenn ihr es noch nie gegessen habt, probiert es aus. Es schmeckt echt gut. Die Zucchini, die sieht auch ganz cool aus schon, ist geschmacklich nochmal sehr schön erfrischend beim Grillen, weil es noch ultra saftig ist. Und ganz ehrlich, vor allem ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Öl, was er sowieso bei der Grilltonne braucht. Es ist einfach ein Gedicht. Es ist so gut. Und es ist vor allem etwas, was ihr bei euch im Garten oder auf dem Balkon anpflanzen könnt. So, jetzt die Paprika. Ja, ein bisschen angeschwärzt, aber alles noch im Rahmen. Paprika ist auf jeden Fall ein Teil von dem Grillgemüse, definitiv. Jetzt die Aubergine. Ja, Aubergine kann man mögen oder nicht, hat einen relativ strengen Eingeschmack. Probiert es auch gerne mal aus. Aber der Spargel, Leute, ich sag's euch, der Spargel. Richtig gut. Und jetzt zu guter Letzt natürlich noch der Mais. Und ich kann euch sagen, es ist ein Gedicht. Das ist auf jeden Fall was für jede Grillparty, das könnt ihr mir glauben. Das Gemüse war auf jeden Fall schon mal ein richtig guter zweiter Gang. Jetzt kommen wir zur letzten Station und zwar zum Burger. Ich würde sagen, auf zum letzten Gang. Ihr macht euch kein Bild. Er schmeckt so gut. Die Kartoffeln haben schon mal bestanden. Jetzt geht es um den Burger. Der ist natürlich jetzt riesig groß und ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch so viel Hunger habe. Aber ich probiere mal. Mhm. Mhm. Schaut mal. Das kann sich sehen lassen, oder?
Da kann man sich doch mal einen richtig schönen Burger gönnen. Gerade mit diesen gerösteten Zwiebeln oder den gebratenen Zwiebeln, ein Traum. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin ultra voll gefuttert, aber es war auch verdammt lecker. Jetzt so eine Hängematte. Ich würde einiges für geben, bin ich ganz ehrlich. Hilft ja nichts. In den Kommentaren unter dem letzten Video hattet ihr öfters mal geschrieben, dass das ja eigentlich nichts mit Grillen, sondern eher mit Braten zu tun hat. Beim Braten wäre es tatsächlich so, dass das Fett in der Pfanne bleibt. Bei der Grilltonne ist es jetzt ein bisschen anders, weil das Fett ja zur Mitte hin wegläuft. Darum würde ich schon sagen, dass es sich hier auf jeden Fall um Grillen und nicht um Braten handelt. Andere Kommentare von euch gingen in eine Richtung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und zwar meintet ihr teilweise, dass durch das Verbrennen des Öls halt giftige Dämpfe entstehen. Wenn wir aber grundsätzlich über das Thema Grillen reden, dann ist es auch bei einem Holzkohlegrill oder bei einem Gasgrill so, dass Fett natürlich am Grillrost runtertropft in die Kohlen oder auf die Aromaschienen von einem Gasgrill. Und das wird genauso verbrannt wie hier bei der Grilltonne. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe natürlich nicht gemessen, ob jetzt ein Holzkohlegrill, ein Gasgrill oder halt hier so eine Feuertonne, ich sag's mal, gesünder bzw. nicht so gesundheitsschädlich ist. Auf mich macht das System aber einen ziemlich guten Eindruck und die Rauchentwicklung war tatsächlich gar nicht so da wie bei einem Holzkohlegrill zum Beispiel. Ihr werdet es kennen, in der Nachbarschaft grillt jemand eine riesen Rauchwolke, kommt da hoch. Das war jetzt hier bei der Grilltonne zum Beispiel gar nicht so. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rost finde ich die Grillplatte insofern spannender, dass jetzt sowas wie Würstchen oder vielleicht auch die Mohrrüben oder so die Zucchini nicht durch das Rost durchfallen, sondern hier tatsächlich auf der Platte verbleiben. Beim Thema Hitzeverteilung finde ich die Grilltonne um Welten besser. Wenn ich nochmal überlege, bei einem Holzkohlegrill, da ist es ja jetzt schwierig, die Temperatur irgendwie so zu regeln. Und hier weiß man genau, in der Mitte ist es halt ganz heiß und je weiter man das an den Rand packt, desto kälter wird das Ganze. Das hat wirklich richtig gut funktioniert und ihr habt es gesehen, selbst bei dem Burger Patty, was ich gemacht habe, das lag da ungefähr eine Dreiviertelstunde am Seitenrand und es ist halt nicht durchgegart. Das macht es gleichzeitig auch so interessant, weil ich genau festlegen kann, okay, jetzt möchte ich das grillen, jetzt möchte ich das grillen und das kommt vielleicht erst später. Hier habt ihr also die Chance, wirklich auf einmal alles so fertig zu haben, wie ihr es fertig haben wollt. Ja, bei einem Grill, vielleicht mit einer kleinen Fläche, ist es immer schwierig. Wenn du eine riesen Party hast von, sagen wir mal, 10, 15 Leuten, dann das alle gleichzeitig essen. Das funktioniert ja in der Regel nicht. Aber hier bei der Grilltonne, da stehen die Chancen auf jeden Fall gut, dass alle zur gleichen Zeit ihr Essen bekommen. Die Grillplatte hat natürlich einen Durchmesser von 1 Meter, was sich erstmal riesig groß anhört. Aber jetzt im Praxistest hat sich es wirklich gut bewährt, weil ich alle Dinge schon mal auf den Grill legen konnte und immer Schritt für Schritt dann die einzelnen Sachen in die heißen Zonen reinpacken konnte. Was ich persönlich auch noch mal ganz spannend finde, ist das Thema Reinigung, weil ich habe jetzt einfach nur noch mit einem Küchentuch und ein bisschen Öl das Ganze abgewischt. Die Patina bleibt ja sowieso auf der Platte, aber dann seid ihr schon fertig mit dem Säubern eures Grills. Jeder Gasgrill, jeder Holzkohlegrill ist auf jeden Fall aufwendiger in der Reinigung. Egal, ob ich jetzt das Rindersteak gegrillt habe oder die Burger Buns auf den äußeren Zonen leicht erwärmt bzw. getoastet habe, es hat alles funktioniert und es hat alles unglaublich gut geschmeckt. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in das Grillen mit der Feuertonne geben und ich denke, in der nächsten Woche werden wir hier im Wald auf jeden Fall weiterbauen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt ganz schön meinen Kanal, denn wir sehen uns nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder hier, pünktlich auf YouTube. Ich wünsche dir bis dahin eine coole Zeit, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!